Shalom Aleichem. Emunah muss bringen auch Simcha. Also Glaube muss bringen auch Freude, Glücklichkeit. Es ist schwer, Freude zu haben. Aber ein Mensch soll sich anstrengen, egal was er kann, in Freude zu leben. Irgendwann wird er selbst überzeugt sein von seiner eigenen Freude. Wenn ein Mensch kommt zu einer Hochzeit und er ist traurig, es gibt zwei Wege. Eins, zu lernen, zu analysieren, warum ist er traurig. Zweitens ist zu trinken ein Gläschen L'chaim, essen was Gutes und tanzen. Stimmt, muss man die Ursache beseitigen. Aber der Rebbe gibt uns einen Rat, das Leben ist zu kurz, um zu bohren in die Vergangenheit. Und man kann nicht dem Schicksal, dem Goral, dem Destiny ändern. Es ist halt so, wie es ist. Du kannst nur ändern in Zukunft, liegt an deinen Händen. Was war, war, schon vorbei. Wenn du kannst dir helfen, irgendwie lösen, löse. Aber bohre nicht, bleibe nicht zu lang zu gucken, was passiert in Sodom und Gomorra. Die Frau von Lot, Idit, hat gedreht und sie ist geworden Salzsäule. Lohnt sich nicht. Ein bisschen brauchst du Hilfe, nimm dir Hilfe, kein Thema. Aber die Frage ist, was machst du mit deinem Leben? Du bist ein Opfer, passiver, ja. Oder du bist aktiver, du nimmst dein Masel in die Hand. Wenn einer hat Emunah, er versteht, so wie Josef, ihr habt gedacht über mir schlecht, aber Hashem hat gemeint zum Gutes. Niemand hat gesagt, dass jetzt ist gut. Aber ein Mensch, der hat Freude, der hat Vertrauen und Emunah und Glaube, das ist alles irgendwann zum Guten. Und diese Emunah wird seinen ganzen Masel, seine ganze Lage ändern. Und wenn ein Mensch hat Simcha, die Simcha wird ihm auch bringen, Simcha Eliona, das oberste Simcha von Hashem. Weil es steht geschrieben in Tehilim, Hashem Zilcho al Yadi Minecho. Hashem ist deine Schatten auf deine rechte Seite. Und wenn ein Mensch zeigt Simcha und Freude hier unten, Hashem zeigt er ihm Freude auch von oben. Deshalb erzähl auch ein Mensch in deine Emunah, in deine Gespräche, gute Sachen, die du hast. Jeden Mensch hat auch ein paar gute Sachen in seinem Leben, auch wenn die Lage ist nicht so ai, wie man sich vorstellt und will. Aber ein paar Sachen in die Freude, in die Simcha, soll man doch betonen. Shkoyach.